Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 14. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, zweites Gesetz zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes und von Rechtsverordnung über die Juristenausbildung, Drucksache 9275 zu 9096, beide aus 20. Und ich bitte zur Berichterstattung Herrn Honka nach vorne. Nein, es kommt doch wieder Herr Heinz. Entschuldigung. Genau, Herr Präsident, wir sind nur politisch uns nahe, aber eine andere Person. Ich darf auch hier die Berichterstattung vortragen. Der Rechtspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Und dieser Beschlussvorschlag erging einstimmig, auch ohne Enthaltung. Danke, Herr Heinz, für die Berichterstattung. Auch hier ist keine Aussprache vorgesehen. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, die Reden zu Protokoll zu geben. Deswegen komme ich auch hier unmittelbar zur Abstimmung. Wer dem Entwurf seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist offensichtlich das gesamte Haus, also einstimmig. Und damit ist dieser Entwurf zum Gesetz erhoben.